Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon und das nicht mehr ganz so verlorene Tal. Wir konnten in der letzten Folge Lukas keinen Heiratsantrag machen, weil Lukas, weiß ich nicht warum, aber wir konnten es jedenfalls nicht tun, was mich da traurig macht. Vielleicht muss man ihn direkt das erste Mal an dem Tag ansprechen, wo er 100% hat oder so. Ich weiß nicht, was die Programmierer sich da für eine ultimativ clevere Syntax haben einfallen lassen. Was man da triggern muss und was weiß ich. Aber auf jeden Fall könnten wir rein theoretischerweise Lukas jetzt einen Antrag machen. Toni konnten wir ja jetzt schon einen Antrag machen. Ich hab's ja getestet. Aber wir haben ihn keinen Antrag gemacht. Weil wir wollen ja nicht Toni heiraten, sondern Lukas. Verstanden, verstanden. Gut. Also, ja, liegt's ja an uns da mal zu gucken, wie das wird. Ja, ich hab schon so ein paar Befürchtungen, dass das hier ein bisschen in die Hose gehen wird. Aber wir werden es sehen. Hopf. Gut. Wir sammeln jetzt hier aber erstmal nochmal ein paar Erze aus der Ecke hier. Vielleicht ist ja mal hier oder da mal Methril dabei. Wir brauchen ja Methril für eine übelst geile Küche. Wozu auch immer, so genau wie wir das ja dafür brauchen, aber das weiß vermutlich Stock selber nicht so genau. Ja, genau hier. Und Kabems. Bronze, genau, das brauchen wir nicht. Stein! Glas! Nichts. Und nochmal Stein. Wow. Und Eisen. Ganz nice. Aber hier sind, glaube ich, gute Sachen dabei. Ja, Stein. Na komm. Opal, sag ich doch. Gute Dinge. Fluorid, sag ich doch. Gute Dinge. Jade, sag ich doch. Gute Dinge. Nichts, sag ich doch. Gute Dinge. Was? Mach mal hier hin. So. Ja. Was? Ah, Mann. Hallo? Ja. Gut. Und ist das hier oben? Eigentlich könnten wir hier oben auch so, so ein bisschen neat alles schick machen. Ja, vielleicht auch mal eine Option, weil das sieht auch so ein bisschen aus wie Kraut und Rüben. Ich glaube, hier ist nur ein einziges Erzding. Hallo? So. Und draufgeschlagen. Und draufgeschlagen. Paridot. Crystal. Crystal. Lustig. Ja. Immerhin gibt es hier ordentlich Kohle dann, ne? Das ist schon geil. So alle 4-5 Tage. Dann mal so 15.000 oder noch mehr hier abstauben an der Ecke. Ist schon extrem krass, finde ich. Und das ist auch nicht das einzige Ding hier. Aus allen kommt da immer mal was Gutes raus. Ist schon eine sehr gute Einnahmequelle. Das Eisen, also das Erz generell abzubauen. Na, Doc? Die Nacht ist lang und manchmal fallen mir im Traum Erfindungen ein. Dann solltest du aber auch mal schlafen gehen, mein Guter. Du bist nämlich noch wach. Ich könnte ja mal. Stört mich gerade nämlich ein bisschen. Hier, das auffüllen. Um die Plattform hier oben etwas zu vergrößern. So. Und. Hey. So. Das musste mal noch sein. Sehr gut. Okay. Alles klar, jetzt ab ins Bett und vielleicht können wir ja Lukas morgen einen Hochzeitsantrag machen. Das wäre sogar ziemlich cool, wenn ich da mal so genau drüber nachdenke. Also, ja, wir hoffen einfach mal das Beste. Okay, rein da mit dir. Rein da, rein da. Das Riesenhaus, welches übrigens sehr groß ist und riesig. Mit, oh, jetzt sind die Fenster schwarz und hinten sind sie hellblau. Das ergibt keinen Sinn. Also, hellblau, so mittelblau, also, egal. Be ready! What do we do? What do you want to do? Na? Was gibt's? Sam hat bald Geburtstag. Oh, happy birthday, Sam. So. Ruff, ruff, ruff. Danke für das Eisenerz. So, bestes Tierfutter. Vielleicht bekommen wir da mal irgendwann mal Methrilerz oder sowas. Das war relativ nice. Wobei ich inzwischen nicht mal so wirklich dran glaube, dass er uns solche geilen Sachen geben könnte. So, wieder um die Tiere kümmern. Das Übliche und hoffen, dass heute wieder Lukas vorbeikommt. Ich glaube, Samstag kommt er auch vorbei, oder? Ich weiß gerade nur von Freitag. Ich glaube, Samstag oder Sonntag war es. Ich habe es wieder vergessen. Das ist nicht so gut, aber wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich bin da doch ziemlich zuversichtlich. Das zieht sich hier länger als gedacht, das alles, ne? Ja, ich habe aber zum Glück sehr viel Offscreen halt gespielt.
Sonst wären wir noch in Folge 2. Alter, ihr blöden Tiere, ne? Ey! Boah, als ob die KI da richtig drauf programmiert wäre, meine Gedanken zu lesen, wo ich als nächstes hinlaufen will. Und genau da rennen die Tiere dann auch hin. Die haben es voll drauf. So. So. Ihr kleinen, gemeinen. Warum läuft die Kuh da irgendwo dagegen? Ach egal, ich lasse sie einfach machen. Kleine Tiere dürfen auch ihre Hobbys haben. Wie spät haben wir sie überhaupt? Blup. Mist, ich habe gehofft, ich hätte verschlafen oder so. Da käme Lukas heute vielleicht eher auf, wenn er denn kommt. Wir hoffen ja mal gemeinschaftlich drauf, dass es heute klappt. Das war so wunderbar. Wunderbar, wunderbar. Das wäre... Geh weg. Geh weg. Gut so. Kleine nervigen Tiere. So, damals war das einfacher alles. So, back in my days, als ich noch damals der Harvest Moon gespielt habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich überlege gerade, ob die bei Harvest Moon 2 von Gipper Color die Eier auch random rumlagen. Ich weiß noch, wenn man da Eier, man konnte nämlich wie bei Pokémon da die Hühner tauschen. Also, dass mir der eine seinen Huhn gibt und ich gebe ihm meinen Huhn. Und dann haben dann die Hühner goldene Eier gelegt. Und ich glaube, ein goldenes Ei hat, glaube ich, 500 gebraucht, das übelst viel war. Und dann war man dann in Hand umdrehen, dann übelst reich. Und das war relativ cool. Weil man sich schon alles leisten konnte, was man wollte. Okay, wie machen wir das denn hier noch so? Ich würde das hier gerne auch so ein bisschen so bauen, dass das hier so hoch, runter, was auch immer geht. Oh! Oh! Ich sehe, jetzt muss ja alles noch aufgefüllt werden. Lolz. 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 Hier ist Wasser weg. Genau, ich muss ja eigentlich alles noch auffüllen. Und ich habe mir Gedanken gemacht, gestern muss ich noch was auffüllen. Na, da habe ich ja noch genug zu tun. Na super. Oh Mann. Na gut, dann immerhin das. Da haben wir wieder eine schöne, stupide Arbeit, der ich wieder stundenlang nachgehen kann. Und nebenbei wieder irgendwelche Dinge übers Leben erzähle. Und ihr werdet mir weise zuhören und es auch für eure Persönlichkeit annehmen. Als Schlüsselmoment eures Lebens. Ihr kleinen, formbaren, zuschauerigen Fratzchen, ihr. Habe ich euch Fratzchen genannt? Was ist denn ein Fratzchen? Okay, vielleicht kommt der Lukas. Das wäre mega geil. Dann könnte ich ihn anschmachten. Oder so Dinge tun, die man halt so tut, wenn man Lukas mag. Keine Ahnung. Wie zum Beispiel hier alles zu bauen. Wie muss ich das eigentlich machen? Da hilft mir eigentlich nie jemand. Bis auf die Wichtel manchmal. Und selbst die, die heulen immer rum, sehe Tubi. Ich glaube, Tubi ist auch jetzt kein Maßstab für Hilfe. Tubi ist irgendwas, aber eine Hilfe ist er ganz bestimmt nicht. Außer manchmal, wenn er mal einen guten Tag hat. So, und natürlich ist heute Lukas nicht da. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das finden soll. Na toll, heißt das bis morgen jetzt warten? Heißt das jetzt bis morgen warten? Na toll. Ich finde es ein bisschen extrem, wie dünn die Charaktere hier alle sind. Ich meine, dünn sein gut und schön und gut, aber sie ist schon nicht mehr gesund. Das ist schon so krass. Das ist ja auch immer ein bisschen schwierig mit dem Abnehmen, ne? Ich hatte ja mal so eine Phase, da habe ich übelst krass abgenommen. Da habe ich wirklich Kalorien gezählt und hast du nicht gesehen. Da war ich richtig hinterher. Da habe ich, glaube ich, auch 15 Kilo abgenommen innerhalb von einem halben Jahr oder so. Da haben mich alle beneidet und das war auch wirklich knüppelhart. Und das ist bei mir auch immer so eine Sache wegen Abnehmen. Das ist auch das Thema, worüber ich vielleicht reden wollte. Denn ich habe einen Botenstoffmangel im Kopf, durch den ich dauerhaft Appetit habe. Also ich könnte immer was essen. Und wenn ich keine Selbstdisziplin hätte, wäre ich mega fett. Also das ist bei mir ganz schlimm. Also es gibt welche, die sagen, ja, hier, ich esse eine halbe Schachtel davon oder nur ein, zwei Hände voll davon und dann legen die das weg. Und ich muss immer gleich die ganze Packung essen. Oder so, wisst ihr? Das ist ganz extrem bei mir. Und ich kann auch verdammt viel auf einmal essen. Also das, und deswegen, meistens kaufe ich erst nur noch eine ganz kleine Menge ein, damit ich das alles dann nicht immer reinschaufle, wenn ich zu Hause bin. Dann gibt es immer die, die sagen, dann ist halt, wenn du Hunger hast und so. Und den wird man dann immer so von anderen verhöhnt, wenn man mal Kalorien zählt. Aber wenn es halt eben nicht anders geht, wenn man halt kein normales Gefühl dafür hat, wegen direkten Mängeln im Kopf und so. Mein Körper versucht halt eben auch dann den Mangel der Bodenstoffe auch auszugleichen. Deswegen halt auch mehr Nahrung aufzunehmen.
In der Hoffnung, dass da halt eben die Stoffe drin sind. Das klappt halt nicht so richtig. Ich hab quasi die Fresssucht. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Also ich kann mich dann auch zusammenreißen. Es hat eben extrem viel Selbstdisziplin dann noch. Dann zu sagen, nein, jetzt esse ich das nicht. Oder jetzt ist Schluss oder jetzt packe ich das weg. Das ist teilweise echt hart. Ich meine, Abnehmen ist auch so schon hart genug. Ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, wo es sehr viel Essen gibt. Und hier wird auch sehr viel mit Essen zelebriert und es wird auch so sehr viel gegessen und es wird auch sehr viel Essen verschwendet oder weggeworfen. Das ist ja hier ein ganz normales Wegwerfprodukt. Am Ende aber steht es eigentlich bei Essen aber auch so, das ist ja eigentlich schon nichts weiter wie jetzt eine Spielefigur von McDonald's oder so. Es ist einfach ein Produkt, welches halt eben hergestellt wurde und man benutzt es oder man benutzt es nicht. Warum ist es jetzt schlimmer, was wegzuwerfen, was man jetzt hier irgendwo bei Xenos gekauft hat oder so, irgendein Einrichtungsgegenstand, den man nie benutzt? Oder wenn man sich halt eben, was weiß ich, eine Kekstüte kauft, also eine Tüte Kekse und die nie isst. Vom Aufwand her und alles ist es ja das Gleiche. Es ist ja beides musste produziert werden, die Rohstoffe für beides mussten besorgt werden, es musste beides geliefert werden und die Verpackung musste gemacht werden und was weiß ich. Natürlich unterscheidet dann der Mensch von hier, dann das kann man ja essen. Das heißt, es ist wertvoll, aber andere hungern. Aber die anderen Gegenstände, die wir hier einfach so wegwerfen, achtlos, haben andere ja auch nicht. Das ist ja eigentlich genauso schlimm. Wenn wir hier einfach irgendwelche Bettdecken wegwerfen oder so, die andere eigentlich ganz dringend gebrauchen könnten. Und diese Sachen werden ja nicht schlecht, die sind ja länger haltbar und demnach noch wertvoller eigentlich. Versteht ihr, was ich meine? Ich meine, was zu essen ist halt nur begrenzt wertvoll, bis es halt schlecht wird. Aber andere Dinge halt nicht. Egal, lassen wir das lieber. Oh Mann, ey. So, wie viel habe ich denn jetzt? 50. Oh Gott, das kann ja noch ewig dauern hier. Aber ich denke, ich komme hier ganz gut voran. Ich bin mal gespannt, wie es dann aussieht im Sommer. Oder wenigstens auch schon im Frühling. Da könnte man es eventuell ja auch schon dann sehen. So, jetzt habe ich hier die obere Schicht auf jeden Fall abgetragen. Jetzt geht's mit der... Oh, das ist... Nee, das ist noch nicht die letzte Schicht. Da ist drunter noch eine. Ach Gottchen, das ist alles sehr spannend hier. Oder auch nicht. Es tut mir leid, dass ihr da hier noch zusehen müsst. Aber ihr seid ganz tolle tapfer, dass ihr das hier alles mitmacht. Immer erzähle ich euch nebenbei lustige Dinge, denen ihr zuhören könnt. Wobei vermutlich die meisten von euch hier gar nicht zugucken. Die werden nebenbei irgendwas anderes machen. Irgendwelche Browserspiele spielen oder selber was zocken. Oder ihre Hausaufgaben machen. Oder einschlafen. Oder was weiß ich. Den hier zugucken muss man nicht. Es reicht eigentlich nur zu hören, was ich sage. Aber was hier passiert, das weiß man schon. Warum sage ich das eigentlich? Ihr wisst es ja selber, dass es so ist. Wer weiß. Aber ich hoffe, wir können morgen dann Lukas voll den krassen Heiratsantrag machen. Den übelsten krassen Heiratsantrag. Eigentlich könnte ich das hier auch mal zumachen, ne? Ich stopp mich auch so ein bisschen. Das muss ja nicht sein. Vielleicht so. Vielleicht dann irgendwie so. Ich weiß nicht. So. Da könnte man aber eigentlich schon unten das auch. Ich bin gerade so ein bisschen überkreativ, glaube ich. Ich hatte vielleicht gerade weniger. Jetzt baue ich hier einfach mal alles hoch. Das wollte ich jetzt nicht. Das geht wieder weg. Nein! Hallo, ich habe mich nicht bewegt, ne? Jetzt baue ich das da hin und baut wo ganz anders was weg, wenn ich auf der selben Position die Taste drücke. So ganz verstehe ich das nicht, wie das hier funktioniert. Ich hasse dich. So. Und hallo. Ich würde gerne... Oh. So. Danke. Schon viel besser. So, jetzt gehen wir schlafen und hoffen, dass morgen Lukas hier irgendwo rumrennt, der mir dann ein bisschen nerven können. Muss ich hier gießen? Oh nein. Ach, scheiß drauf. Ich gieße jetzt hier nicht mehr. Der Monat ist eh schon fast rum. Ich bin eine faule Sau gerade. Das ist unglaublich. Okay. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, die Mädels Blade Harvest Moon in das verlorene Tal. Bye. Rein da.